für die Fraktion der FDP. Für die Fraktion der CDU-CSU. Entschuldigung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Angela Merkel im Jahr 2008 die große Ehre zuteil wurde, in der Knesset in deutscher Sprache eine Rede halten zu dürfen, da hat sie zwei ganz zentrale Sätze gesagt, die ich nur frei zitieren kann. Zum einen, die historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson unseres Landes. Und zum Zweiten, daraus folgt, dass die Sicherheit Israels für uns nicht verhandelbar ist. Und das bedeutet im Klartext, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese zwei Sätze sind erstens auch 11 Jahre nach der Rede immer noch aktuell wie damals. Und es bleibt unsere Verantwortung, die zwei programmatischen Sätze jeden Tag auch immer wieder mit Leben zu erfüllen. Und deswegen haben wir diesen Antrag zur Hisbollah vorgelegt als Koalitionsfraktionen und gemeinsam mit der FDP, weil wir der Auffassung sind, dass wir es nicht tatenlos hinnehmen können, dass dort eine terroristische Organisation, die das Existenzrecht Israels beschreitet und zum anderen eben auch mit terroristischen Mitteln das Land bekämpft, Deutschland als Rückzugsort, als Logistikraum, als Finanzierungsraum missbrauchen kann. Dem müssen wir uns mit aller Kraft entgegenstellen, und das machen wir mit dem vorliegenden Antrag deutlich. Es ist auch nicht so, dass es sich um ein kleines Problem handeln würde. Der Bericht des Verfassungsschutzes geht davon aus, dass im vergangenen Jahr 1050 Anhänger die Hisbollah hier hatte. Das ist ein hohes Niveau auch in den vergangenen Jahren zuvor, und es ist eine erneute Steigerung in den letzten Jahren gewesen. Und wir haben Schwerpunkte hier in Berlin, in Hamburg, und alles deutet darauf hin, dass es wichtig ist, dass wir dem einen klaren und entschiedenen Riegel vorschieben. Das hat die Bundesregierung im Übrigen auch in der Vergangenheit gemacht. Wenn man etwa daran denkt, dass der Fernsehsender Al-Manar TV im Jahr 2008 mit einem Betätigungsverbot versehen worden ist, Innenminister Wolfgang Schäuble. Oder wenn man an das Jahr 2014 denkt, wo der damalige Innenminister Thomas de Maizière den Kinderwaisenverein oder das Kinderwaisenprojekt Libanon verboten hat als Verein. Das ist übrigens dann ein Jahr später auch vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. Das waren richtige Entscheidungen, und auf diesem Weg wollen wir weiter vorgehen und dafür auch die Voraussetzungen schaffen. Deswegen plädieren wir dafür, die Hisbollah mit einem Betätigungsverbot in Deutschland zu belegen, um damit auch ganz deutlich zu machen, dass wir alles tun möchten, damit diese Gefahr in Deutschland nicht weiter von dieser Organisation ausgeht. Das hilft beispielsweise, gegen Kennzeichnungen vorzugehen. Das hilft vielleicht auch, um den unsäglichen Al-Quds-Marsch, den auch der Innensenator Geisel hier in Berlin gerne verbieten möchte, zukünftig zu verhindern. Es hat also wirklich Folgen. Und der zweite Punkt, der uns ganz wichtig ist, ist, dass wir auf europäischer Ebene die sehr künstliche Trennung der Hisbollah in einen terroristisch-militärischen Arm einerseits und einen politischen andererseits aufgeben. Ich weiß, dass die Bundesregierung im Jahr 2013 nicht das Problem war, sondern sich genau darum schon bemüht hat. Aber wir sollten weiter unsere Anstrengungen intensivieren, dass wir hier zu einer klaren Haltung kommen. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat das klar so geäußert, und deshalb ist es ein richtiger Ansatz. Und nachdem ich zu dem Koalitionsantrag schon etwas gesagt habe, vielleicht noch ein Wort an die AfD. Sie hat auch zum wiederholten Mal hier einen Antrag vorgelegt, der auf den ersten Blick gegen Antisemitismus und für Israel gerichtet ist. Ich frage mich nur, warum Sie hier einen Antrag gegen die Hisbollah verabschieden, während 3 oder 4 Wochen zuvor Ihre Abgeordneten erneut in Syrien waren, dem Land, wo Al-Bashar Assad seinen Vernichtungskrieg nicht machen könnte, wenn er nicht von Hisbollah unterstützt würde. Deswegen, das gehört zur Klarheit und zur Wahrheit mit dazu. Wir machen den richtigen Antrag und bitten dafür um Unterstützung. Vielen Dank.
Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der AfD die Kollegin Beatrix von Storch.